Was gibt es denn beim Thema Insolvenzrecht derzeit zu beachten? Und das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Aber auch da gibt es momentan, glaube ich, einen gewissen Umbruch im allgemeinen Insolvenzrecht. Wir haben ein historisches Niedrig-Insolvenzzahlenniveau. Es gibt wenig Insolvenzverfahren. Neben ein paar Leuchtturmverfahren gibt es von der Anzahl her nur eine geringe Zahl. Das führt zu einer Marktkonzentration, auch bei den Insolvenzverwaltern. Und auch da tut sich was. Und auch da spielen natürlich auch direkt in das Insolvenzrecht, spielen die Fragen des ESOG, des präventiven Restrukturierungsrahmens rein, weil das natürlich dann Fälle sind, die auch das klassische Insolvenzrecht schlichtweg verdrängen. Ein Unternehmen, was vor Insolvenz sich saniert wird, das wird eben kein Insolvenzfall mehr. Und deswegen ist da einiges in Bewegung. Wie würden Sie sagen, ist die Stimmung gerade in der Restrukturierungsbranche, aber auch im Insolvenzrecht? Also wir haben, das meine ich schon, einen gewissen Umbruch. Wir haben eine Marktkonzentration. Es bewegt sich viel auf dem Markt in allen Ebenen. Und man schaut, glaube ich, ziemlich neugierig, gespannt nach Brüssel, ob dieses, unser heutiges Thema, ob das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren, der sogenannte präventive Restrukturierungsrahmen, ob der Auswirkungen zeitigt auf das Insolvenzgeschehen, auch in Deutschland. Und was gilt es denn zu beachten eben bei diesem Thema der Prävention? Da gibt es zu beachten, dass man also ein neues Werkzeug schafft. Und das war, glaube ich, auch heute eine unserer Thesen, dass ich eben auch in den bereits bestehenden Werkzeugkasten des deutschen Insolvenzrechts einpasst. Also ein passgenaues Instrument, um also genau die Fälle abzufischen für ein solches Verfahren, für die es auch gemacht werden soll. Nämlich für Unternehmen, die relativ frühzeitig in ein solches Verfahren gehen und über Mehrheitsverhältnisse bei Gläubigern einzelne Gläubiger überstimmen möchten. Und wie sollte denn die Restrukturierung der Zukunft aussehen? Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wir haben ja schon mit dem ESOG in Deutschland, mit dem, was ja auch schon Elemente eines vorinsolvenzlichen Verfahrens hat, ein sehr modernes Insolvenzrecht, was nämlich frühzeitig mit hochprofessionellen Beratern, die gemeinsam mit den Unternehmern, also den möglichen Insolvenzschuldnern, den Unternehmen, die in eine Krise geraten sind, gemeinsam nach Lösungskonzepten sucht und mit Mehrheiten dann auch versucht, eine Insolvenz zu vermeiden. Und das ist modern und das sind Dinge, die, ich glaube, auch die Zukunft sein werden. Und Sie sprachen davon, ESO, Quelle der Hoffnung oder Quelle der Hölle. Was ist es denn nun? Also ich glaube, das ist schon die Quelle der Hoffnung und wir haben heute ja auch festgestellt hier in der Diskussion, dass ESOG eine Erfolgsstory ist, dass es sicherlich Verbesserungsbedarf gibt, aber dass es trotzdem einen Erfolg gezeitigt hat und dass wir jetzt mit dem möglichen präventiven Restrukturierungsrahmen noch einen kleinen Schritt weitergehen sozusagen und das Ganze muss dann auch passgenau zum ESOG funktionieren und wenn das beide wie zwei Puzzlesteine zusammenpassen, dann bleibt und ist das ESOG auch eine Erfolgsstory und vielleicht der präventive Restrukturierungsrahmen auch. Was gilt es denn jetzt zu tun, beziehungsweise was wäre auch Ihr Rat an Restrukturierer? Also ich glaube, an der Diskussion teilnehmen, sich damit beschäftigen, vielleicht sogar versuchen, auch Einfluss auf den weiteren Prozess zu nehmen. Und ich glaube, das sind die Dinge, die auch die meisten hier, die heute anwesend sind, machen. Und was kann vielleicht auch so ein Focus Day dazu beitragen, beziehungsweise was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist genau das, dass man sich in die Diskussion einbringen kann. Und wenn wir hier es jetzt auch dieses Mal jetzt geschafft haben, nicht nur Spitzenreferenten hier zu haben, sondern auch Referenten, die sich in die Diskussion, auch in das Gesetzgebungsverfahren einbringen. Gehen die jetzt hier mit einem Koffer nach Hause, wo sich eben auch die Informationen befinden, die wir hier gemeinsam geliefert haben. Musik